So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Beim letzten Mal haben wir uns immer noch im Lager hier umgeschaut und ich dachte mir, wir gehen heute mal auf Wanderschaft. Das heißt, wir machen heute mal was anderes, wir entfernen uns mal vom alten Lager. Aber bevor wir das machen, gehe ich lieber erstmal schlafen hier in unserer tollen Hütte, weil ich nicht unbedingt inmitten der Nacht losziehen will. Und deswegen schlafen wir mal bis zum nächsten Morgen. Dann sollte das auch funktionieren. Genau. So, jetzt haben wir es am Tag. Und bevor wir das dann nochmal wiederum machen, müssen wir nochmal kurz einen Auftrag annehmen, der uns dann dahin führt, wo ich eigentlich hin will, wenn wir auf Wanderschaft gehen. Ich lerne jetzt noch nichts, weil die Abstimmung immer noch die Abstimmung läuft immer noch, inwiefern wir welchem Lager uns anschließen. Und deswegen lerne ich jetzt oder verwende ich jetzt noch keine Lernpunkte, um das dann noch zu halten. Und deswegen müssen wir das mit dem Auftrag jetzt hier verbinden, unsere kleine Wanderschaft. Und den Auftrag erhalten wir von Torus. Warum stellst du mich nicht auf die Probe? So läuft das hier nicht, Kleiner. Jeder Neue, der sich hier beweisen will, braucht einen Fürsprecher. Der Fürsprecher muss einer von Gomez' Leuten sein. Er wird dich auf die Probe stellen. Und wenn du Mist baust, ist er für dich verantwortlich. So läuft das hier. Es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Nein. Die Dinge, um die wir Gardisten uns kümmern, sind eine Nummer zu groß für dich, Kleiner. Halt dich lieber an die Prüfungen, die dein Fürsprecher dir stellen wird. Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. So. Du willst also unbedingt versagen. Es gibt eine Sache, die nur von jemandem erledigt werden kann, der keiner von Gomez' Leuten ist. Aber ich warne dich. Wenn du das Ding vermasselst, bekommst du mächtigen Ärger. Ich bin bereit für deine Aufgabe. Was ich dir jetzt sage, bleibt unter uns. Und niemand außer uns beiden wird je von dieser Sache erfahren. Verstanden? Ja. Wir haben Ärger mit einem Typen aus dem neuen Lager. Mordrak ist sein Name. Er hat Eigentum der Erzbarone gestohlen. Es gibt viele Banditen im neuen Lager, auf die das zutrifft. Aber dieser Junge kommt in unser Lager und verkauft unsere gestohlene Ware an unsere Jungs zurück. Damit ist er eindeutig zu weit gegangen. Aber er weiß ganz genau, dass ich nichts machen kann. Warum? Weil er unter dem Schutz der Magier steht. Klingt eher, als wären die Magier dein Problem. Ja, aber eines, das sich schwer lösen lässt. Vor ein paar Jahren hat mal einer der Schatten versucht, den obersten Magier des Feuers im Schlaf zu erdolchen. Er wurde später im Außenring gefunden. An verschiedenen Stellen im Außenring. Wo finde ich Mordrak? Du findest ihn am Südtor, auf der anderen Seite der Burg, direkt hinter dem Eingang. Weiter traut sich dieser Halunke nicht ins Lager. Soll ich den Kerl umbringen? Du sollst dafür sorgen, dass ich ihn hier nie wieder sehen muss. Wie du das anstellst, ist deine Sache. Wieso beschützen die Magier diesen Mordrak? Weil er als Bote für sie arbeitet. Unsere Magier stehen mit den Magiern des neuen Lagers in Kontakt. Sie schicken regelmäßig Boten hin und her. Wenn ich einen ihrer Boten aus dem Lager werfe oder umlegen lasse, könnten sie sehr unangenehm werden. Was ist mit mir? Was glaubst du, machen die Magier mit mir? Du bist neu. Dir passiert gar nichts. Ich dagegen bin für das verantwortlich, was meine Jungs tun. Deswegen ist es ja so wichtig, dass du die Klappe hältst. Ich kümmere mich darum. Okay, haben wir diesen Auftrag auch. Und ihr seht schon, worauf das hinauslaufen wird. Das Ding ist allerdings, ich werde ihn nicht umbringen. Dazu bin ich jetzt einfach nicht in der Lage. Ihr habt den Typen ja schon im dritten Part gesehen. Und der ist mir eine Nummer zu groß. Ich könnte ihn theoretisch umbringen, wenn ich jetzt meine Lernpunkte schon einsetzen würde und ein bisschen was geskillt hätte, aber
Wir nehmen die eine etwas andere Art und Weise und gehen mit ihm eben auf Wanderschaft. Und das ist auch mein Ziel in diesem Part. Aber erstmal müssen wir zu ihm hinkommen. Was sich ja ziemlich ziehen kann. Wie wir alle wissen, ist das Lager ja nicht das kleinste. Und deswegen dauert das hier kurz. So, da hinten um der Ecke ist er dann schon. Und dann quatschen wir den Guten mal an. Wo ist er denn? Da. Hey, Neuer! Ich bin Mordrak. Meinen Namen solltest du dir merken. Ich kann dir gute Ware aller Art günstig verkaufen. Du hast ein Problem. Ach, und das wäre? Es gibt Leute hier, die wollen, dass du dich hier nie wieder blicken lässt. So? Dann sag doch den Leuten, sie sollen jemanden schicken, der ihren Willen auch durchsetzt. Wie kommst du darauf, dass ich das nicht tue? Weil ich denke, dass du ein schlauer Junge bist. Du wirst schnell erkennen, dass es Besseres gibt, als für Gomez zu arbeiten. Bei uns im neuen Lager können wir fähige Leute genauso gut brauchen. Und dort gibt es niemanden, der dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Und wenn ich mich dem neuen Lager anschließen wollte, könntest du mir dabei helfen? Wenn du es wirklich ernst meinst, können wir direkt losgehen. Ich kann dich zu Laris bringen. Er ist der Kopf unserer Bande. Aber wenn du lieber versuchen willst, mich aus dem Lager zu prügeln, bitte. Lass uns zum neuen Lager gehen. Gut. Folge mir. So, und auf geht die wilde Reise. Das war die einfachste Möglichkeit, um Mordrak aus diesem Lager zu kriegen. Wie gesagt, man hätte ihn auch umprügeln können, aber ich will mich... Guckt euch seine Waffe an, guckt euch seinen Bogen an, guckt euch seine Rüstung an. Ich will mich nicht mit ihm anlegen. Nicht mit diesem groben Schwert, was ich nicht mal in einer Hand halten kann. Das wird nichts. Und deswegen folgen wir ihm einfach. Bis zum neuen Lager. Und das bedeutet dann, ich glaube, die Wanderschaft schaffen... Ach, da. Hat er sich jetzt zurückgebackt? Ich glaube, die Wanderschaft schaffen wir in diesem Part. Doch, könnten wir schaffen. Das bedeutet also, ab dem nächsten Part begeben wir uns ins neue Lager und gucken uns da mal ein bisschen um, nachdem ihr ja jetzt das alte Lager kennengelernt habt. Und wenn wir dann mit dem neuen Lager soweit fertig sind, so ein bisschen fertig sind, ich habe ja hier auch nicht alles gemacht, dann begeben wir uns zum Sektenlager und dann wird so langsam aber sicher mal die Abstimmung zu Ende sein, denn dann muss ich mal was gehen, sonst kommen wir hier nämlich nicht weiter. So, eigentlich kann er das machen. Weil er kriegt das eigentlich hin. Und ich krieg die Erfahrung dafür, deswegen einfach zugucken und nichts machen ist immer die beste Möglichkeit. So. Und ich kassiere auch noch das Fleisch dafür ein. Passt. Ja, los. Hab nicht den ganzen Tag Zeit. Und unterwegs können wir gleich noch was erledigen, weil wir noch an jemanden vorbeikommen, den ihr ja auch noch nicht kennt. Das passt mir ganz gut alles. Um dann den Auftrag für Fisk zu erledigen. Wir sollen ja ein Diebestalent verbessern. Ja, er kann die Waffe auch nicht mit einer Hand halten. Also er ist auch nicht viel besser im Schwertkampf als ich. Oder im Einhandkampf. Aber seine Waffe ist wesentlich stärker als die meine. Und seine Stärke wird sicherlich auch sehr viel höher sein. Das heißt, er macht sehr viel mehr Schaden als ich. Und hält auch mehr aus durch seine Rüstung. Deswegen muss ich es nicht drauf ankommen lassen. Nimm das mit. Ja, nimm den Scavenger da auch noch mit. Du machst das sehr gut. Ihr seht, die Waffe macht den Scavenger mit einem Schlag tot. Das würde mein grobes Schwert gar nicht schaffen. Da sind also Meilen Unterschied. Die Goblins, da lege ich mich nicht mit an. Ihr wisst, worauf das hinauslaufen kann, sich in diesem Spiel mit Goblins anzulegen. Sehr gut. Ach, ich bin so stolz auf ihn. Er macht das so gut. So, ja, den nehmen wir auch noch mit. Da schießt sogar der da hinten noch mit drauf. So, warte mal kurz auf mich, ich gehe mal kurz den da hinten ansprechen, weil den hier müssen wir mal kennenlernen. Das ist nämlich Coverlord. Nee. Ja, warum bist du jetzt? Ach, da war irgendwo ein Monster. Alles klar. Jetzt aber. Was machst du hier draußen? Ich bin Jäger. Ich jage vor allem Scavenger. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen?
Ich will lernen, mich lautlos zu bewegen. Gute Entscheidung. Das ist vor allem wichtig, wenn du in Hütten eindringen willst oder dich von hinten an jemanden anschleichst. Wenn du tief nach unten gehst, hast du den Boden besser im Blick und deinen Körper besser unter Kontrolle. Aber in dieser Haltung wirst du natürlich sofort bemerkt. Also, lass dich von keinem hier beim Schleichen sehen. Beachte das, was ich dir sage. Und vor allem, lass dich nie erwischen. So, dann haben wir das jetzt auch erledigt. Das ist nämlich eins, was man in allen drei Lagern ruhig mitnehmen kann. Wir können jetzt schleichen. Wenn ich jetzt noch wüsste, welche Taste das war, dann würde ich euch das sogar zeigen. Ah, die war's. Wir können jetzt überall rumschleichen und was mitnehmen. Das würde gar keiner bemerken. Super. Das Schleichen werden wir auch noch anwenden. Das zeige ich euch dann später, wofür das gut ist. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter auf Wanderschaft. Wenn ich die Fleischwaffe hier kaputt kriege. So. Die Erfahrung nehme ich natürlich mit. Und außerdem müssen wir ja noch das Fleisch für Snuff, den Koch, besorgen. Also, immer her damit. So. Gut, kann weitergehen, Mordrak. Gib Gas. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, habe ich dir, glaube ich, schon mal gesagt. Ja, mach die Scavenger noch weg. Ich sammle so lange Seraphis hier auf. Super. Oh. Na, den anderen. Den hier, so. Den Höllenpilz nehmen wir auch mit. Ja, los. Ach ja, das ist immer toll hier. Das dauert immer so ewig lange, diese Wanderschaften. Das sind hier Wölfe, mit denen sollte man sich nun wirklich überhaupt nicht anlegen. Also der wäre, wenn man hier alleine gegangen wäre, schon ein wirklich starker Gegner. Wölfe sind, ja, sagen wir mal, von dem, was uns jetzt hier momentan begegnet, so die mittleren Gegner. Scavenger, Mollrat, ist alles leicht. Wölfe sind da schon mittel. Schwere kennt ihr noch nicht, außer die Goblins, die ab und zu mal sehr schwer sein können, vor allem wenn sie in der Gruppe auftreten. Aber die richtig schweren Gegner, die kennt ihr noch gar nicht. So, das wäre zum Beispiel so eine Gruppe, mit der ich mich überhaupt nicht anlegen würde, weil zwei Goblins, das geht gar nicht, wenn man schon mit einem Probleme hat. Und natürlich unsere super Waldbären. Ich liebe Waldbären. So. Mal die Truhe hier auf. Ne, die muss man knacken. Ah ja, dann kann ich euch gleich mal das Dietrich-System, das Schlösserknack-System erklären. Es gibt zwei Richtungen, links und rechts. Es gibt nur richtig oder falsch. So, jetzt habe ich zweimal nach links gedrückt, das war richtig. Und jetzt der nach rechts war falsch. Jetzt habe ich den Dietrich verschwendet und vorher nicht gespeichert, also können wir die Truhe nicht mehr knacken. Ist sehr blöd gelaufen. Und wenn man dieses Kombinationsschloss dann quasi geknackt hat, dann öffnet sich die Truhe und man kann sie ausnehmen. Ich dachte, ich hätte mehr Dietriche als nur einen. Na gut, kann ich nicht ändern. Muss ich jetzt mitleben. So, und damit haben wir dann auch schon den Außenposten des neuen Lagers erreicht. Mordrak hat uns hier sicher hergeführt. So, hier sind wir. Wenn du durch das Tor gehst, kommst du ins neue Lager. Sprich mit Laris, er wird dir weiterhelfen. Hier, gib ihm das hier von mir. Es ist ein wertvoller Ring. Er ist deine Eintrittskarte zu Laris. Ohne guten Grund kommst du nicht zu ihm. Wenn ich mir so recht überlege, ich glaube, ich bleibe eine Weile hier. Ich habe fürs Erste genug verdient. Und im alten Lager wird's langsam heiß. Wenn du Lust hast, triff mich in der Kneipe. Das Haus direkt auf dem See. Mach's gut. Wir sehen uns. Tschüss und danke. So, dann gehen wir nochmal reingucken. Die Torwachen wollen nichts von uns, das ist ganz gut. Das sind die Banditen, die kennt ihr schon. Und ich möchte euch eigentlich dann auch gleich mal einen Söldner zeigen. Ich hoffe, hier im äußeren Ring läuft irgendwo einer rum. Bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, ob das der Fall ist. Das sind auch Banditen. Schauen wir uns doch gleich mal hier um und gucken, ob hier irgendwo ein Söldner rumläuft. Eigentlich müsste hier oben einer rumlaufen. Ja, und hier lernt ihr gleich mal. Hast du vor, durch dieses Tor zu gehen? Willst du mich aufhalten? Nein, aber du solltest wissen, was dich erwartet. Es läuft hier nicht so wie im alten Lager und erst recht nicht so wie bei den Sektenspinnern. Und wie läuft es hier?
Es gibt hier keine Gardisten oder Templer, die auf dich aufpassen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und die Einzigen, die zusammenhalten, sind wir Söldner. Was machen die Söldner? Wir sind die Söldner der Wassermagier. Unser Ziel ist es, hier auszubrechen. Wir arbeiten hart dafür. Und wir wollen uns hier keinen Lenz machen wie die Lumpen aus dem alten Lager, die sich nur auf den Schultern der Buddler ausruhen. Und wir alle folgen Lee. Er ist ein großer Mann. Nur er hält dieses verdammte Lager zusammen. Tja, dann wisst ihr Bescheid. Pass auf deinen Rücken auf! Und damit, liebe Leute, herzlich willkommen im neuen Lager. Da unten in der Höhle ist das neue Lager. Da ist die Kneipe, von der Mordrak gesprochen hat. Und hier ist dieser wunderbare Damm. Und in diesem Sinne und bis dahin, euer Mr. Mauli.